So, ihr Lieben, es ist wieder soweit. Ich war wieder einkaufen und zwar in verschiedenen Läden. Wir fangen an und zwar, falls ich es noch nicht gesagt habe, dies ist ein Haul. Fangen wir an. Ich war bei TK Maxx. Ich gehe da super gerne einkaufen, gerade für die kreativen Sachen, weil die da immer Marken auch aus Amerika haben, die ganz hübsche Sachen machen und das alles noch dazu ziemlich günstig ist. Und da habe ich diese wunderschönen Buchstaben gefunden und zwar sind das Sticker in Goldfolie gedruckt und auch relativ groß. Also ich würde jetzt mal sagen, das sind schon fast 5 cm von der Größe. Und da drin sind 5 Bögen. Das heißt, jeder Buchstabe ist öfter drin und dazu kommen auch noch Zahlen. Und da freue ich mich super drauf, die zu verwenden. Und die haben 4,99 € gekostet, was ziemlich preiswert ist für so große Sticker in Goldfolie auch noch. Dann habe ich mir bestellt bei Amazon dieses hier. Und das ist eine Einlage sozusagen für ein Traveler's Notebook. Wer sich damit nicht auskennt, kann jetzt bald auf unseren Kanal schauen, denn ich fange jetzt an mit was Neuem und zwar im Traveler's Notebook. Also bleibt dran, falls euch das interessiert. Das hat übrigens 6,99 €, glaube ich, gekostet. Und dann war ich noch im Baumarkt und habe dieses Farbspray gekauft. Ich versuche gerade meine Farbsammlung ein bisschen aufzustocken, weil man einfach so viele coole Sachen mit Sprühfarbe machen kann. Und das hat jetzt nur 4,99 € gekostet. Das war sehr günstig. Und ja, dann war ich noch bei Idee shoppen und ihr wisst, meine große Leidenschaft, von der man nie genug haben kann, ist Washi-Tape. Und zwar habe ich mir dieses Set dort gekauft. Ich bin schon öfter mal dran lang gegangen und fand es aber immer zu happig. Ich glaube, das kostet 10,99 € für 5 Rollen. Also fast 2 Euro pro Rolle. Was ich persönlich relativ teuer finde für Washi-Tape. Aber ihr wisst, ich kann nicht an Washi-Tape vorbeigehen. Und diesmal war ich so schlau und habe euch diese Farbschemas jetzt mal hier aufgeklebt. Und zwar ist hier einmal dabei ein rosanes mit Wassermelonen drauf. Dann hier so ein hellblaues mit weißen Dreiecken. Dann kommt hier so ein weißes mit Goldfolie, mit Punkten und Dreiecken. Dann ist da drin noch ein rosanes mit Ananas oder verschiedenen Ananassen. Ananas ist, wie man es auch immer sagt, drauf. Und dann ist hier unten noch ein weißes, fast farbloses Band mit Dreiecken und Rechtecken drauf in Orange, Grün und Hellblau. Das finde ich persönlich, weiß ich nicht, sehe ich mich nicht, dass ich das benutze. Aber die anderen waren so schön, dass es egal war und ich freue mich drüber. Wie immer Washi-Tape. Darf nie fehlen. Dann habe ich mir noch gekauft und zwar diese hier. Das ist anscheinend eigentlich irgendwas, um Schmuck zu machen. Ich möchte das aber benutzen, um mir genau diese Hefte hier selber zu machen. Wenn euch das auch interessiert, schaut mal wieder rein, wie immer, auf dem Blog. Ich werde euch das zeigen im Video. Sollte es klappen natürlich nur. Von daher, das ist wie eine Prickelnadel, könnte man sich das vorstellen. Also wie einfach ein spitzes Oberteil, wie eine dicke Nadel. Dann habe ich mir noch gekauft, weil ich mir so kleine Planner-Charms machen kann, die man sich so an seinen Filofax oder sowas dranhängen kann, habe ich mir jetzt so, ich gucke mal, ob hier irgendwo die korrekte Bezeichnung draufsteht. Das ist ein Kettelstift. Und zwar kann man das, ich möchte mir welche aus Fimo machen, dann kann man die halt da reinstecken mit diesem Teil, halt vorher kürzen, wenn man nicht so ein großes Teil macht, und die dann eben später an diese Verschlüsse dran machen. Und hat dann eben wie so einen kleinen Anhänger zum Schluss. Auch da kann ich nur wieder auf den Blog verweisen. Schaut rein, falls es euch interessiert. Ja, und dann habe ich mir noch 2 Stifte gekauft. Und zwar einmal fürs Journaling oder fürs Journalen oder für jegliche Art von Niederschreiben habe ich mir so einen Fineliner gekauft von Edding. Den habe ich ausprobiert und bin ziemlich zufrieden damit. Der hat 99 Cent, glaube ich, gekostet. Und dann habe ich mir noch einmal hier so einen weißen Gelstift gekauft, weil meiner leer ist und ich den ganz gern benutze, wenn ich Sachen bastle, wo Augen drauf sind und man vielleicht nochmal einen weißen Punkt ins Auge reinsetzen möchte oder kleine Details oder auf Schwarz was schreiben möchte, dann ist so einer ganz gut. Und der war relativ teuer. Der hat jetzt, glaube ich, 3,99 € gekostet. Aber ich erhoffe mir davon, dass er dann zumindest das Geld wert ist und sehr schön schreiben wird. Mal schauen. So, und das Letzte, was ich mir gekauft habe, ist einmal so ein Stickgarn.
Stick-Twist. Und das ist auch unter anderem für einen Planner-Charm, den ich machen möchte. Ja. Und das war es heute auch schon. Das heißt, ein kleiner Haul für mich auf jeden Fall. Aber es hat super viel Spaß gemacht, mir wieder alles zu kaufen und euch zu zeigen. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, vor allem bei den Sachen, die ich gerade erwähnt habe. Und würde mich super freuen, wenn ihr vielleicht den Kanal abonniert oder uns ein Like da lasst oder einen Kommentar oder was euch sonst noch einfällt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.